Dann ein Mann, der es in sich hat. Er ist konservativ, katholisch und schwul. Und wir haben bei seinem letzten Besuch versucht herauszufinden, was davon in der modernen CDU eigentlich das größere Problem ist. Antwort: nichts. Und vielleicht ist ja genau das die größte Gefahr für eine konservative Volkspartei, weil es um die Frage geht, wofür steht die denn eigentlich noch? Und ist das möglicherweise der Grund, warum er jetzt mitten hinein in die Flüchtlingskrise eine Streitschrift veröffentlicht, von der jemand schrieb, das muss Angela Merkel treffen bis ins Mark. Er spricht von Staatsversagen und schreibt von den vielen jungen Männern aus dem Nahen Osten, die Deutschland, ich zitiere, machohafter, gewaltaffiner, antisemitischer und religiös intoleranter machen würden. Den Horst Seehofer der CDU hat ihn jemand daraufhin genannt. Und wir fragen uns, seit wann gilt der Name Seehofer in der CDU jetzt schon als Beschimpfung? Herzlich willkommen, Schäubles wichtigsten Mann, Jens Spahn. Freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, die SZ. Die SZ hat über Jens Spahn mal geschrieben, wenn der in Fahrt kommt, dann ist er wie eine Walze, die alles platt macht. Und es gibt einen hier in der Runde, der sich seit dem Wochenende vermutlich fragt, warum Wladimir Klitschko seine Walze am Samstag offenbar in der Garage gelassen hat. Was da passiert ist, sagt er, ist eine Sensation. Aber wie konnte es dazu kommen, dass Klitschko gegen einen Mann verliert, von dem man eigentlich nur weiß, dass er einen Vater hat, der längere Zeit hinter schwedischen Gardinen gesessen hat, weil er einem anderen Herrn in einer Kneipe mal ein Auge entfernt haben soll, ohne Augenarzt zu sein. Herzlich willkommen also einem der besten deutschen Sportreporter, Florian König. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Florian. Ja, Wladimir Klitschko soll vor kurzem sinngemäß gesagt haben, ich habe Angst vor dem Moment, wenn ich plötzlich zu alt bin und das geht fast über Nacht. Als er 50 wurde, da hat er hier in der Sendung gesagt, hört alle genau zu, ab jetzt noch 20 geile Sommer. Das ist schon ein bisschen her, weshalb er jetzt noch mal nachgerechnet hat und zum Ergebnis kommt, bis 80 ist im Grunde jeder Sommer geil. Und danach kaufe ich mir einen Rollator von Porsche aus Carbon mit elektrisch beheizten Griffen und dreifach Kugellager. Er ist so erfolgreich wie noch nie, spielt er manchen Abenden vor bis zu 10.000 Leuten, hat deshalb gerade die Tour verlängert. Titel der Tour, richtig fremdgehen. Und die Betonung liegt auf richtig. Er sagt, selbst wenn ich deine Frau an den Haaren aus einem fremden Schlafzimmer zieht, reicht ein richtiger Satz. Und der lautet in dem Fall, Schatz, gut, dass du rechtzeitig kommst, hier hätte sonst was passieren können. Herzlich willkommen, Atze Schröder, freue mich sehr. Und zunächst aber freue mich sehr, dass Jens Spahn heute unser Gast ist. Herr Spahn, lassen Sie uns über das reden, was gerade aktuell passiert. Gibt viel zu besprechen. Das Kabinett hat gerade den Bundeswehreinsatz in Syrien beschlossen. Wie finden Sie diese Entscheidung? Das ist eine schwierige Entscheidung, weil gerade Syrien und die Gemengelage dort, Assad, Kurden, Türkei, ISIS, keiner richtig gut durchblickt, was da eigentlich los ist, wer welche Interessen hat. Gleichwohl stehen wir jetzt an der Seite auch Frankreichs. Wir haben gesagt, nach den Anschlägen in Paris, ja, aber wir stehen an der Seite unserer französischen Freunde und das ist dann mehr als nur Worte. Ist das die richtige Entscheidung? Es ist ein Teil einer Gesamtentscheidung. Ist es die richtige Entscheidung? Es ist als Teil die richtige Entscheidung. Es wäre nur nicht genug, wenn das alles wäre, um den Islamischen Staat, wie er sich nennt, um die Terroristen, am Ende sind es Barbaren, die Menschen abschlachten, ja, die anders denken als sie selbst, um sie zu bekämpfen. Da geht es um die Frage Finanzierung. Wie finanzieren die sich? Woher kriegen die ihr Geld? Da geht es um die Frage aber auch, wie können wir vor allem die arabischen Nachbarstaaten auch mit einbinden? Weil am Ende braucht es auch Bodentruppen. Und ich glaube, wenn Europäer oder Amerikaner das machen würden, dann hätten wir wieder die Geschichten, der Westen kommt hier und will aufräumen, sondern wir müssen es schaffen, dass die arabischen Nachbarstaaten mit uns dort gegen diese Barbaren kämpfen. Das ist ja gerade sozusagen das Ei des Kolumbus, um das es gerade geht, wenn Sie sagen Bodentruppen. Woher sollen diese Bodentruppen kommen? Heute ist plötzlich die Rede davon, dass es zum Beispiel auch Assads Leute sind. Wäre das für Sie eine gruselige Vorstellung?
Klar ist die Vorstellung gruselig. Assad kämpft auch gegen ISIS, natürlich gegen den islamischen Staat. Aber Assad hat sehr viel mehr Menschen umgebracht in diesem Krieg. Aber Assad kann nie unser Bündnispartner und schon gar keine Zukunft für Syrien sein. Er hat das eigene Volk im Grunde auch mit Gaswaffen getötet, viele, viele tausend Menschen. Nur weil wir jetzt sozusagen einen gemeinsamen Feind haben, heißt das nicht, dass wir jetzt Partner sind. Und trotzdem, sage ich noch einmal, sie werden am Ende diese Barbaren, diese Terroristen nicht irgendwie mit Friedensgesprächen irgendwie dazu kriegen, dass sie nicht tun, was sie vorhaben, sondern wir werden sie gemeinsam bekämpfen. Wie würden Sie das nennen? Würden Sie das Krieg nennen? Mit der Bitte um eine klare Antwort. Ist Deutschland jetzt im Krieg? Nein, weil das Verbrecher sind. Ich würde sie so auch nennen. Wir würden sie adeln, wenn wir ihnen den Charakter eines Staates gäben. Aber was ist es dann? Das ist Wortklauberei, wenn Sie sagen, Sie können sagen, es ist Wortklauberei, aber ich finde, es sind am Ende Verbrecher. Es sind Menschen, die sich dazu entscheiden, und da werden wir sie auch nicht durch Worte von abbringen, andere Menschen abzuschlachten. Und genauso sollten wir sie auch behandeln und das ahnen. Ist Deutschland dann nicht im Krieg? Wir sind, ja, das erinnert so ein bisschen an andere Diskussionen, die wir schon mal zu Afghanistan hatten. Für den Soldaten, der dort im Einsatz ist, der am Ende auch sein Leben riskiert in diesem Einsatz, ist es natürlich das Gleiche wie Krieg. Wir hatten einen Afghanistan-Soldaten hier, der sagte, als hier in Deutschland immer noch davon gesprochen wurde, dass wir dort ganz verträumt irgendwelche Brunnen bohren, da waren wir schon längst im Krieg. Wir sollten auch gar nicht verträumt daran gehen. Das ist ja eine schwierige Entscheidung. Es ist ja eines der wenigen Länder Deutschland, wo das Parlament am Ende entscheiden muss, einen Soldaten in den Einsatz zu schicken. Das ist eine der schwersten Entscheidungen. Ich habe selbst Soldaten aus meinem Wahlkreis in Afghanistan lange Jahre im Einsatz gehabt. Und wenn sie am Ende rechtfertigen müssen gegenüber der Familie, dass jemand dort auch ums Leben gekommen ist. Da müssen sie schon gute Gründe gehabt haben, Ja zu sagen und vor allem vorher wissen, was sie tun. Und das ist aus Sicht des Soldaten ist das eine kriegerische Auseinandersetzung, klar. Ist vielleicht auch ein Stück Ehrlichkeit, das man dann gelegentlich mal walten lassen sollte. Ich freue mich sehr, dass Ihnen das Wort über die Lippen kommt, weil es wahrscheinlich das einzig richtige Wort ist in dem Zusammenhang. Weil es auch darum geht, ob man Politik vertrauen kann oder nicht. Wenn wir gerade über Vertrauen reden und Ehrlichkeit reden, vertrauen Sie Ihrer Kanzlerin noch? Ja, klar. In allen Belangen? Ja, klar vertraue ich der Kanzlerin, weil ich sie gut kenne, weil ich weiß, dass sie jeden Tag dafür arbeitet, dass wir die große Herausforderung, die wir gerade haben, ich nehme an, auf die spielen Sie an, die große Zahl an Flüchtlingen und an Menschen, die hier zu uns nach Deutschland kommen, die auf der Welt unterwegs sind und eine bessere Perspektive für sich suchen, dass sie da jeden Tag hart dran arbeitet, dass wir das vernünftig gelöst kriegen. Hat Angela Merkel die Lage im Griff? Also das ist ja die falsche Frage. Die Frage ziehe ich nicht zurück. Das ist genau die richtige Frage. Sie brauchen Ihre Frage nicht zurückziehen, aber ich kann ja trotzdem sein, dass ich sie trotzdem falsch gestellt finde. Die Frage ist aber geben Sie mir trotzdem eine Antwort. Ja, versuche ich ja gerade. Die Frage ist ja eher, haben wir insgesamt als Deutschland, als Europa mit einer solchen Lage gerechnet? Das ist eine Ausnahmesituation, dass in so kurzer Zeit so viele Menschen zu uns kommen. Im Ernst. Aber wenn das die falsche Frage war, war das jetzt auch die falsche Antwort? Nein, das heißt ja... Doch. Die Frage war, ich wiederhole sie gern nochmal, die Frage war, hat Angela Merkel die Lage, klar haben wir die Lage im Griff? Klar haben wir die Lage im Griff. Das ist ja nicht das Thema. Wer ist wir? Und trotzdem, die Bundesregierung... Die Bürgermeister, die Landräte, jeder, der beim DRK, beim THW mit großem Einsatz unterwegs ist. Und was ist mit Angela Merkel? Und trotzdem, ja klar, zur Bundesregierung habe ich noch Angela Merkel gezählt. Ja. Das wird hoffentlich auch noch ein paar Jahre lang so gehen, bevor Sie jetzt daraus wieder was deuten. Was ich nur sagen will, es ist eine Ausnahmesituation. Ja. Und das müssen wir, glaube ich, alle mal endlich verstehen, ohne immer diese Wortklauberei zu machen, die Sie auch gerade mit mir versuchen. Das ist eine Situation, auf die sich keiner vorbereiten konnte. In so kurzer Zeit Im so viele Menschen. Ja, im Ernst. Kann er vorbereiten? Wissen Sie, das erinnert mich an die Finanzkrise. Im Nachhinein hat es jeder vorher gewusst. Ja. Dann kommt, also dass innerhalb von 3-4 Monaten Hunderttausende Menschen hier nach Deutschland kommen. Und das ist ja was anderes als Finanzkrise. Das ist sehr konkret, die wir unterbringen wollen, auch gut unterbringen wollen, Dach über den Kopf gut versorgen wollen. Bei denen, die länger bleiben, wir eine Perspektive geben wollen. Das ist eine Situation, die für die, die es tun müssen, jeden Tag auch an den Rand dessen geht, was sie leisten können. Und deswegen ist das eine Ausnahmesituation, die so niemand planen konnte. Deswegen meine ich, also man kann doch nicht sagen, das passierte plötzlich und kam sozusagen in der Art einer Naturgewalt über uns. Nee, das aber in so kurzer Zeit, es sind übrigens ja nicht nur Syrer und Iraker, die kommen. Wir haben ja im Moment eine Bewegung, wo wir 40-50% kommen aus Syrien, Irak, Afghanistan, aber viele, am Anfang vor allem aus dem Westbalkan, da sind die Zahlen deutlich zurückgegangen, nicht zuletzt, weil wir ja reagiert haben und Gesetze
verändert haben. Sie haben ganz nebenbei ein richtiges, scharfes Asylrecht durchgesetzt. Wir haben eine Veränderung im Asylrecht gemacht, die vor 6 Monaten noch undenkbar war, was ja zeigt, dass die Lage sich sehr stark verändert hat, wo am Ende selbst Grüne irgendwie sagen mussten, Moment mal, es geht tatsächlich nicht, dass wir alle, die irgendwie auf der Welt verständlicherweise nach einer Perspektive suchen, hier werden bei uns aufnehmen können. Aber wir haben steigende Zahlen aus Bangladesch, aus Pakistan, aus vielen Ländern auf der Welt. Und ich glaube, was wir ehrlich einfach sagen müssen, der Bundespräsident hat es schön formuliert, unser Herz ist weit, wir möchten vielen helfen, aber wir können nicht allen, zumindest nicht hier in Deutschland helfen, sondern sollten mehr dafür tun, dass es in der jeweiligen Region Entwicklung gibt. Jetzt kommen Sie ins Spiel mit Ihrem Buch, Herr Spahn. Das ist ein sehr provokantes Buch, finde ich, und gibt sehr, sehr viele interessante, sehr lesenswert auch nebenbei, weil es auch aus Aufsätzen von renommierten Menschen, Politikwissenschaftler, andere bekannte Kollegen von Ihnen, die da auch schreiben und so weiter. Also diese Lage und Situation aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet, insofern sehr, sehr lesenswert. Trotzdem würde ich Sie gerne fragen, wann haben Sie die letzte SMS von Angela Merkel bekommen? Weiß nicht, 1-2 Wochen wird das her sein. Ich mache mir da keinen roten Punkt in den Kalender. Aber hat sie sich zu dem Buch geäußert? Ja, ich habe es ihr sogar vorab geschickt. Hat sie dann danach geantwortet? Ja. Meldet sie sich seitdem nicht mehr? Weil sie das Buch ja auch... Wissen Sie, das Buch, es ist doch anders. Haben Sie es gelesen? Ja, also nicht... Sehr weite Teile. Also wenn Sie es gelesen haben, haben Sie ja gesehen, das ist eine Sammlung tatsächlich von 21, 22 Autoren, vom Bischof über islamischen Theologen, Leute aus der Wirtschaft, Politiker, auch übrigens zum Beispiel ein französischer Politiker, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf das schauen, was uns hier gerade beschäftigt. Genau. Warum haben wir das gemacht? Weil ich das Gefühl hatte, wir waren über Wochen nur in der Frage, wo schaffen wir noch Dixi-Klos und Feldbetten her? Also irgendwie den ganzen Tag damit beschäftigt, das aktuelle Problem zu lösen und haben zu wenig Zeit gehabt, mal einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Wo gehen wir eigentlich hin? Ihnen geht es mehr ums Grundsätzliche. Wo liegt eine Chance und wo liegen auch Risiken? Genau. Aber seit 2 Wochen ungefähr gibt es dieses Buch und vor 2 Wochen haben Sie die letzte SMS bekommen. Was sagt Ihnen das? Na, ich habe auch vorher nicht jeden Tag eine bekommen. Ich mag jetzt die Qualität, das sollte man übrigens im privaten Leben auch nicht machen, die Qualität von Beziehungen nicht an SMS fest. Trotzdem hätte ich die Frage, warum knöpfen Sie sich die Kanzlerin gerade jetzt vor? Nein, es geht genau ums Gegenteil. Sie knöpfen sie sich richtig vor. Wo denn? An jeder Stelle. Sie sagen, Sie reden von Staatsversagen. Na, was ich doch sage, ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Wir waren nicht darauf. Wir haben an vielen Stellen, ich formuliere es mal anders, wir haben an vielen Stellen, und das gilt für die ganze Gesellschaft, das gilt nicht für eine einzelne Person, deswegen sollten wir es auch mal aufhören, dass man in diesem Land nichts mehr diskutieren kann, ohne dass es personalisiert wird. Das ist jetzt billig. Es geht mir einfach um Senkel, weil man gar nicht mehr über die Sachthemen reden kann. Wir haben eine Schönwettergesellschaft gehabt, wo wir im Bildungswesen, im Recht, wir haben über Monate Recht nicht durchgesetzt. Das hat die schon in Dresden bei den Demonstrationen schon vom Jahr. War das das große Thema? Warum müssen die ausreisen müssen, nicht ausreisen? Wir kriegen es jetzt schon nicht hin, die Härte des Gesetzes, irgendwelche Rocker-Clans oder arabischen Familienclans in den Griff zu kriegen. Und wir merken jetzt, dass das, was schon in guten Zeiten schwierig war, dass das jetzt in so einer Extremsituation nicht mehr ohne grundsätzliche Veränderungen zu bewältigen ist. Und das ist das, was ich mit diesem Begriff meinte. Und das muss man diskutieren können, ohne dass man daraus gleich wieder das versucht. Sie schreiben von Staatsversagen. Eine Art Staatsversagen. Das ist richtig. Ganz zitiert, eine Art Staatsversagen. Sie beschreiben gerade das, was Sie damit ungefähr meinen. Nur, der Staat ist ja nicht irgendwas. Der Staat sind wir zunächst mal alle. Und an der Spitze dieses Staates steht zunächst mal der Bundespräsident. Und dann kommt die Kanzlerin, die sozusagen die Richtlinienkompetenz vorgibt. Und wenn Sie sagen, wir haben da so schöne Schönwetterpolitik. Ist es für Sie Schönwetter, wenn sich da jemand vorne hinstellt und sagt, jo, wir schaffen das? Also erstens mal sind wir eine Schönwettergesellschaft seit ein paar Jahren. Uns geht es richtig gut. Ich habe meinen Text begonnen mit Sommer, Sonne, Sonnenschein irgendwie. Deutschland ist Fußballweltmeister, die Arbeitslosenzahlen gehen runter, die Löhne und Renten steigen. Irgendwie läuft super und wir wollen, dass die Party immer weitergeht und merken auf einmal, dass selbst die beste Party mal ein Ende hat. Und dass die Welt, von der wir sonst so profitieren beim Exportieren, jetzt auch zu uns kommt. Und dass dieser Konflikt, Sie haben es ja richtig gesagt, etwa Syrien, nicht mehr nur im Fernsehen ist, sondern das ist hier bei uns mittlerweile angekommen. So, und das ist eine Veränderung, eine grundsätzliche, die eben jetzt die ganze Gesellschaft herausfordert. Trotzdem. Und wo ich sage, da werden wir uns anstrengen, wir müssen das schaffen. Was soll denn das für eine Herangehensweise von Politik sagen, wenn wir sagen, wir schaffen wir? Natürlich wollen wir das schaffen. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir schaffen, an allen Aspekten. Und das ist es, worum es mir bei dem Buch geht, es etwas breiter zu betrachten, wo wir uns überall verändern müssen. Trotzdem, frag noch mal nach, Staatsversagen. Sie konkretisieren das auch in dem Buch und schreiben, ich zitiere wörtlich, eine Art Staatsversagen.
sagen. Die Grenze kann nicht gesichert werden, Recht nicht durchgesetzt, Tausende von Asylanträgen nicht beantwortet werden. Also wer, wenn nicht die Politik, ist verantwortlich dafür? Klar sind wir insgesamt da auch in der Verantwortung, jetzt vor allem auch in der Verantwortung, das wieder in die richtige Ordnung zu bringen. Müssen wir Grenzen schließen? Wir sollten die EU-Außengrenze vor allem schließen. Die Aussage war immer Schengen. Ich bin groß geworden, das geht Älteren, geht es noch anders. In Europa, wo man von Helsinki bis nach Lissabon reisen kann, ohne den Ausweis zeigen zu müssen. Das war nicht immer so und das ist ein großes Glück. Das war aber immer verbunden mit der Ansage, dann müssen die Außengrenzen dieses Raumes am Ende auch sicher sein. Und sicher heißt übrigens nicht hermetisch abgeriegelt. Aber wir müssen wissen, wer kommt warum rein und manche kommen möglicherweise nicht rein. Und das funktioniert im Moment nicht so, wie es sollte. Und deswegen müssen wir natürlich wieder Grenzkontrollen haben, aber an der EU-Außengrenze. Haben Sie mit der Kanzlerin darüber gesprochen? Kennt sie diese Vorschläge? Natürlich diskutieren wir regelmäßig über diese Themen, ja nicht nur mit mir, sondern es ist ja das. Aber im Ernst, Herr Spahn, Sie sind Staatssekretär, ja. Sie sind im Finanzministerium, das ist das wichtigste Ressort überhaupt dieser Bundeskanzlerin. Ich meine, das ist doch eigentlich fast ein Aufruf zu einer Palastrevolution. Sie reden von einer Disruption, was heißt das für Sie? Disruption heißt für mich, das ist eine Chance im Moment, auch für uns. Disruption ist doch keine Chance, ein System wird in Frage gestellt und das wird ja gerade bei uns, ich habe es ja gerade gesagt, bei der inneren Sicherheit schon vor Paris, nach den Anschlägen in Paris umso mehr, lernen wir, dass dieser Generalverdacht, diesen Hohn und Spott, mit dem wir Polizei und Sicherheitsbehörden über Monate überzogen haben, vielleicht falsch war, sondern wir brauchen die gerade in dieser Zeit und sollten Achtung haben vor jedem, der sein Leben dort riskiert, um uns zu schützen. Wir merken im Bildungssystem, dass das, was vorher schon nicht rund lief, wir haben immer noch 50.000 junge Menschen, die ohne Abschluss die Schule verlassen, dass wir jetzt, wo wir viele junge neue Menschen im Land haben, die Sprache nicht sprechen, noch viel mehr tun müssen, damit alle eine Chance haben, auch auf Bildung und Sprache zu lernen. Wenn Sie das so beschreiben, also was ich mit den Worten meine, ist, wir sind gerade herausgefordert, an ganz vielen Stellen Politik zu verändern. Und da liegt auch eine Chance drin, weil wir ein bisschen was von altem Ballast, den wir so angesammelt haben. Wo ist die Chance, wenn Sie schreiben, Deutschland wird also zuerst einmal ein ganzes Stück machohafter, gewaltaffiner, antisemitischer, religiös intoleranter? Woher wissen Sie das? Nee, das ist ja erstmal eine einfache Beobachtung. Das sind Menschen, vor allem junge Männer, die auch gar nichts dafür können, die in Gesellschaften groß geworden sind, wo etwa das Gleichberechtigung von Mann und Frau anders ist als bei uns, wo Schwule und Juden es nicht leicht haben, oftmals in den Herkunftsländern, wo auch die Frage von Religion und Staat im Verhältnis anders ist als bei uns. Religionsfreiheit für viele auch zumindest nicht so gefüllt ist, wie wir es uns übrigens ja auch mühsam erkämpft haben, war ja nicht immer so in Europa. Ja. Und jetzt ist die Frage, und das sage ich in dem Buch hier auch, sich nicht damit abzufinden, sondern nicht die alten Integrationsfehler zu machen. Wir können heute in Marxloh sehen und in Neukölln, wo es schiefgelaufen ist, weil wir uns nicht früh genug um Integration gekümmert haben und nicht vom ersten Tag an gesagt haben, welche Regeln gelten. Ich will einfach nur eine ehrliche Debatte. Wenn in der Essensausgabe jemand sagt, jetzt in den Flüchtlingsunterkünften, ich nehme von der Frau kein Essen, haben wir, jeden Tag diese Situation. Ja. Dann kann man zweierlei machen. Man kann sagen, ab morgen gibt dein Mann das Essen oder man kann sagen, du nimmst es von der Frau oder kriegst keins. Und ich finde, wir sollten Letzteres tun und einfach nicht warten wollen. Ist richtig, ist aber, haben Sie nicht Angst, Herr Spahn? Ich meine, verstehen Sie, ich will darauf hinaus, die Diagnose ist ja mit Sicherheit richtig, wenn Sie sich die Menschenrechtssituation zum Beispiel auch in Saudi-Arabien anschauen. Ja? Ein Land, das auf ganz legale Art und Weise, also nach dortigem Gesetz, Menschen köpft in einer Anzahl, die der IS zum Beispiel so glücklicherweise nicht hinkriegen würde und auch nicht macht. Trotzdem, die Konsequenz, die die daraus ziehen, die finde ich schwierig. Echt, weil es die pauschale Konsequenz zu sagen, ergo wird es hier dann machohafter, religiös intoleranter, antisemitischer. Ja, könnte es nicht sein, dass diese Leute dort auch genau deswegen abhauen, weil sie genau so nicht leben wollen? Klar sind es auch viele, die deswegen abhauen. Aber Herr Lanz, schwimmen wir einfach mal durch. Wir beiden wären groß geworden. In einem Land, wo die Rolle von Mann und Frau eine andere ist als bei uns. Wo im Zweifel der Mann ein bisschen mehr gilt und das Sagen hat. Oder wir beiden wären groß geworden und hätten jeden Tag in der Schule, in der Moschee, sonst wo gehört, Sprüche über Juden oder Schwule oder andere Religionen, über Ungläubige, wie sie etwa in Afghanistan regelmäßig gemacht werden. Glauben Sie, das wäre nicht irgendwie von Einfluss auf uns gewesen? Ich sage nochmal, ich mache nicht im Einzelnen einen Vorwurf. Ich finde nur, wir sollten vom ersten Tag an bei der Integration einfach klar sein. Das weiß ich. Deswegen die Frage, wie groß ist
für Sie die Gefahr, dass Sie da missverstanden werden, dass man Sie sozusagen auf die falsche Seite zieht? Plötzlich kriegen Sie Applaus von rechts. Also erstmal habe ich den Eindruck, dass das Thema wirklich alle Bevölkerungsschichten im Moment sehr umtreibt. Und ich mache auch die Erfahrung, dass selbst der engagierteste Helfer daheim, der jeden Tag in der Flüchtlingsunterkunft hilft, Fragen stellt. Der schon fragt, wie viele werden noch kommen? Gibt es einen Plan? Schaffen wir das? Und die nächste Frage ist natürlich, kann das schon klappen mit der Integration? Wissen Sie, wir können Millionen aufnehmen vom Platz her. Aber wenn wir sagen, wir wollen sie integrieren, wir wollen Sprachkurse anbieten, wir wollen es möglich machen, in der Gesellschaft anzukommen und hier auch eine Perspektive zu haben, dann ist die Zahl am Ende eben nicht unendlich. Und das ist die Debatte, die wir gerade führen. Die wird überall geführt. Ich erlebe, sie wird mittlerweile am Frühstückstisch in jeder Familie geführt. Da gehen die Meinungen auch sehr quer durch die Familien. Und dann finde ich es ziemlich normal, dass dann erst recht auch in der Politik und im Bundestag darüber diskutiert wird. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Gefahr besteht, dass Sie damit Ängste schüren oder Ängste, die da sind, vielleicht verstärken. Und ich persönlich als Bürger dieses Landes würde mir wünschen, gerade von Regierenden, dass sie das einordnen, dass sie das balancieren. Also ich sage jetzt nur, ich habe Ihr Buch nicht gelesen, ich habe das jetzt gehört, was Sie sagen. Und wenn man es jetzt böse meint, das ist ja, was Markus, glaube ich, auch ansprach, Sie kriegen vielleicht Applaus von der falschen Seite, könnte man es reduzieren auf denjenigen, der das Essen von der Frau nicht nehmen will. Und ich glaube nicht, obwohl ich nicht dauernd in irgendwelchen Flüchtlingsunterkünften bin, ich glaube nicht, dass das die Mehrzahl der Leute ist, die zu uns kommt. Ja, aber willst du den Eindruck kann man Fingern überlassen. Das Problem, das Problem, wenn wir nicht zumindest erstmal die Lage ehrlich beschreiben und dann sagen, und das sollen wir jetzt zusammen meistern. Aber wenn wir so tun, als gäbe es keine Probleme, das war der Anfang der Debatte. Nein, aber wir sind überall Luftballons und alle gute Laune, aber über die möglichen Probleme hat keiner gesprochen. Wenn wir das nicht tun und sie dann auch lösen, natürlich, das gehört dazu, dann gehen die erst recht zu den Parteien, wo ich jedenfalls die meisten Menschen gar nicht glaube, dass sie da wirklich hinwollen. Die das Gefühl haben, die reden gar nicht über das, was ich jeden Tag erlebe und wahrnehme. Wir sollten das schon beschreiben. Ja. Aber, da stimme ich Ihnen zu, und das mache ich ja. Mein Beitrag ist, ich bleibe dabei ein sehr optimistischer, wenn man ihn zu Ende liest. Wir müssen es nur dann auch angehen mit dieser Realität. Im Grunde ist es ein Plädoyer, wenn die Kanzlerin sagt, wir müssen ein freundliches Gesicht haben, dieses Land. Dann sagen Sie im Grunde ergänzend, wir müssen auch ein ehrliches Gesicht haben und machen und irgendwann mal den Leuten auch klar sagen, was geht und was möglicherweise auch nicht geht. Ich glaube trotzdem, dass das schwierig ist. Die SZ hat, glaube ich, mal über Sie so sinngemäß geschrieben, Sie sind frech genug, um aufzufallen und auf der anderen Seite clever genug, um trotzdem immer wieder auch geschickt durchzukommen. Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Und ich habe das gerade eben gemerkt, wie schwierig das ist. Danke Ihnen sehr, Herr Spahn. Ich wünsche Ihnen, dass das weiter so funktioniert. Ich glaube auch, dass Sie von sehr lauteren Absichten da getrieben werden. Das nehme ich Ihnen absolut ab, aber Sie haben recht, wenn Sie sagen, die Debatte ist vergiftet und wir haben mittlerweile eigentlich nur noch dieses Schwarz- und Weiß-Denken. Das ist ein Thema, das dich auch umtreibt, weiß auch, dass das die Kollegen vom Sport teilweise umtreibt. Entweder bist du dafür oder du bist total dagegen und dazwischen ist nichts mehr. Und insofern danke ich Ihnen sehr, dass Sie da Dinge aussprechen, die sich sonst vielleicht ein CDU-Politiker dieser Tage mit Blick auf Angela Merkel nicht traut. Jens Spahn, danke Ihnen sehr. Ja.